Wie groß ist die Lust nach der relativ kurzen Pause für dich jetzt schon wieder aufgestanden? Ja, kurz war sie jetzt ja nicht. 4 Wochen ist schon eine ordentliche Zeit. Natürlich hatten wir Nationalspieler da nochmal 2 Wochen ein bisschen länger durch die Länderspiele. Aber die Lust ist wie jedes Jahr extrem groß. Die Vorfreude wieder die Jungs zu sehen, die Vorbereitung zu absolvieren und dann vom ersten Spieltag an bzw. vom ersten Pokalspieltag an da zu sein. Ja, ein bisschen was getan, nachdem du in Urlaub gegangen bist, hat Zumindest gekommen, was sagst du zu der? Ja, sehr gut. Ich glaube, Mats ist einer, der unheimlich viel Qualität mit sich bringt, der das in den letzten Jahren, glaube ich, mehrfach unter Beweis gestellt hat. Und jeder Spieler, der uns qualitativ weiterbringt, ist wichtig für uns und wir erhoffen uns natürlich viel von ihm. Was kann Mats denn vom Sportlichen abgesehen heute noch bringen? Ja, er hat natürlich in den vergangenen Jahren, wo er hier war, war er Kapitän und hat natürlich dann eine gewisse Führungspersönlichkeit auch an den Tag gelegt und bei Bayern denke ich auch. Von daher ist es immer hilfreich, wenn du mehrere Spieler in der Mannschaft hast, die auch eine gewisse Persönlichkeit mit sich bringen und so der Mannschaft natürlich weiterhelfen. Du sprichst es an, er war Kapitän, bevor er dann gegangen ist. Jetzt bist du Kapitän. Glaubst du, dass ihr euch gut ergänzt oder könnte das Probleme geben? Ich wüsste nicht, warum es Probleme geben sollte. Das Gesicht der Mannschaft hat sich ja generell ein bisschen verändert. Ist ja nicht nur Mats Hummels hinzugekommen, sondern auch noch ein paar andere. Was erwartest du von der neuen Saison? Man hört andere Töne vom BVB vor der Saison, auch von der Vereinsführung, dass man offensiver mit dem Saisonziel umgeht. Ist das auch voll im Sinne des Mannschaftskapitäns der Mannschaft? Ja, ich glaube, das kommt nicht nur von der Vereinsführung, sondern auch aus dem Team heraus. Was wir ganz klar gesagt haben, auch aufgrund der letzten Saison und auch aufgrund der Transfers, die wir getätigt haben, dass unser Ziel einfach sein muss, dieses Jahr ganz oben zu stehen und auch im Pokal und in der Champions League einfach besser abzuschneiden. Weil wir einfach gute Transfers getätigt haben und weil wir einfach letztes Jahr einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht haben. Aber natürlich muss das alles passen. Wir dürfen nicht viele Verletzungen haben, es müssen verschiedene Dinge einfach gut zusammenpassen und dann ist einiges möglich. So der Kader, wie der jetzt ist, ist er gut aufgestellt. Man wird natürlich sehen, was noch hinten raus einfach passiert. Aber im Prinzip ist der Kader nominell sehr gut besetzt und ich denke, der Trainer kann sehr zufrieden sein. Marco, es ist gerade eine aktuelle Diskussion, wer der beste deutsche Innenverteidiger ist. Du kennst beide sehr gut. Du hast sowohl mit Jüdler als auch mit Mats zusammengespielt. Wer ist für dich der beste deutsche Innenverteidiger? Mats natürlich. Nein, ich glaube, sowohl Niklas als auch Mats sind hervorragende Innenverteidiger, die jegliche Facetten des Fußballs, glaube ich, mit sich bringen. Einfach Spielaufbau, sind gut am Mann. Vielleicht ist Niki ein bisschen schneller unterwegs als Mats, aber dafür hat Mats vielleicht den besseren Auge für den Gegner oder für den Mitspieler halt zum Spielaufbau. Und ich glaube, die Diskussion, die brauchen wir gar nicht anfangen. Beide sind große Innenverteidiger und damit hat sich das auch. Marco, wie hast du so den Urlaub verbracht? Guckst du da Fußball oder schaltest du dich komplett ab? Ich muss sagen, ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe weder Fußball geschaut noch irgendwas anderes mitbekommen. Natürlich ab und zu gucken mal so ein bisschen rein, aber für mich war es wirklich wichtig, weil wir noch ein bisschen länger Nationalmannschaft hatten, dass ich die ersten 2 Wochen mindestens einfach wirklich gar nichts mache, auch wenig mit Fußball zu tun habe, um dann einfach wieder den Fokus drauf zu legen, wieder persönlich fit zu werden und natürlich die Dinge zu machen, die uns der Verein vorgegeben hat. Ja, natürlich haben wir zwischendurch Kontakt gehabt. Ich hatte mit Mats viel Kontakt gehabt, mit Jule auch, als auch mit Nico. Von daher war der Austausch immer sehr gut. Ja, viele waren Zweikampf geredet zwischen euch und den Bayern. Glaubst du, dass vielleicht im Schatten so ein bisschen der Mannschaft wie Leipzig noch dazu stoßen könnte? Ja, warum nicht? Ich meine, sie haben auch einen sehr, sehr guten Kader, haben einen guten Trainer verpflichtet und ich glaube, wie wir das letztes Jahr oder wie die letzten Jahre auch gesagt haben, dürfen wir nicht so viel über andere sprechen, sondern es liegt dann an uns, ob wir es schaffen, in diesem Jahr ganz vorne zu stehen. Und je mehr wir auf andere Vereine gucken, wie sie gespielt haben etc., desto mehr beeinträchtigt uns das in der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Und wir werden uns dieses Jahr komplett auf uns konzentrieren. Natürlich, wenn da die Fragen kommen, dann müssen wir natürlich darauf antworten. Aber im Prinzip ist es wichtig einfach, dass wir
ja, nur auf uns gucken. Dann hast du noch zwei Fragen. Was muss denn sportlich konkret bei euch besser werden in deinen Augen? Wo habt ihr noch Lust nach oben? Ja, wenn wir die Rückrunde so gespielt hätten wie die Hinrunde, dann hätten wir es geschafft. Aber so waren wir dann einfach nicht konstant genug. Haben dann vor allem nicht im entscheidenden Spiel, aber in München doch deutlich verloren. Und die Art und Weise dann auch war erschreckend dann für uns. Aber wir haben uns danach wieder eigentlich gut gefangen. Es lag wirklich an Nuancen. Wie gesagt, ich glaube, wir haben alle dieses letzte Jahr oder diese Rückserie in mehrere Einzelteile, glaube ich, zerlegt. Und wir wissen alle, woran das gelegen hat im Endeffekt. Von daher müssen wir wirklich jetzt in der Vorbereitung damit anfangen, jeden Tag daran zu glauben, dass wir dieses Jahr einiges erreichen können. Und das geht nur als Team. Und daran muss jeder Einzelne und wir natürlich, ich als Kapitän und viele andere Spieler daran arbeiten, dass wir als Team zusammen auftreten. Ja, Marco, ich habe gelesen, dass Sie Julian Brandt überzeugt haben, sonst zum BVB zu kommen. Haben Sie sich da nur einen guten Mitspieler oder auch einen Konkurrenten fürs zentrale Mittelfeld ins Boot geholt? Nee, also ich habe schon mit ihm sehr viele Gespräche geführt und das war schon auch mein Ziel oder unser Ziel, ihn zu verpflichten. Und ich habe ihn einfach nur nahegelegt, dass hier einfach alles gegeben ist, was er, glaube ich, braucht für sein Umfeld, wie er gerne Fußball spielt. Und wie dann es im Endeffekt aussieht, das kann nur der Trainer beantworten. Aber ich glaube, dass wir auch beide zusammen sehr gut passen.